Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann direkt einen Apple Store aufmachen. Leute, das heißt, ich habe einfach mal Minus gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute was mega krasses. Ich habe bei Amazon eine Mystery Box gekauft. 3500 Euro. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt, was da drin ist. Und Leute, ich probiere dieses Format mal aus. Ich hoffe, das kommt gut bei euch an. Und ich hoffe, dass ich auf jeden Fall das Paket wieder zurückschicken kann. Weil Leute, ich habe jetzt eigentlich nicht so das Interesse, so viel Geld in Anführungszeichen zu verschwenden, weil für 3500 Euro irgendein Random zu bestellen. Auf jeden Fall, Leute, das ist ein Elektronikpaket mit einem Apple-Emblem. Ich blende euch das einmal ein. Ich bin super gespannt, wie das sein wird. Ich denke mal, da werden iPhones drin sein. Ich denke mal so iPhone 11, 11 Pros. Oder vielleicht auch ein MacBook, aber das Ding ist, das Paket ist viel zu riesig und viel zu schwer für einen MacBook. Das heißt, es müssen mehrere kleine Sachen drin sein. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare, wenn sie gut sind. Nehme ich sie irgendwie dran und pinne sie an, dass man nachvollziehen kann, warum ich die Idee habe. Und go! So, Leute, auf jeden Fall, sorry für dieses Licht hier. Ja, die Sonne ballert gerade rein, das Paket ist nämlich gerade angekommen. Ich habe ungefähr anderthalb Wochen darauf gewartet. Ja, eigentlich stand da 3 bis 5 Tage, aber gut. Ich bin total verschwitzt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Sonne ballert rein, es ist wieder fast 30 Grad. Auf jeden Fall, Leute, ich öffne das hier mit diesem Messer. Leute, gönnt euch mal, das ist einfach schon über 10 Jahre alt. Hier wurden auch schon 1000 Grad Messer-Challenges mit aufgenommen. Aber gut, Leute, auf jeden Fall nicht wundern. Hier unten habe ich auf jeden Fall das abgekratzt und versucht irgendwie meine Adresse wegzumachen. Vom Gewicht her ist das eigentlich, ich würde sagen so 5 Kilo ungefähr, tippe ich mal. Ich glaube 5 Kilo irgendwas stand da drauf. Auf jeden Fall, ich bin super gespannt, Leute. Und ich hoffe vor allem, dass ich das irgendwie wieder zurückschicken kann, sonst wäre das übertrieben lost. Vor allem, wenn da Müll drin ist. Also, Leute, schreibt mir ruhig unten in die Kommentare jetzt, was glaubt ihr, was ist hier drin? Also, da es eine Elektronikbox sein soll mit vermutlich Apple-Geräten, würde ich jetzt mal tippen, dass da iPhones drin sind und AirPods oder ein MacBook. Irgendwie sowas würde ich jetzt mal schätzen. Daher, ich bin super gespannt. Muss mal hier gucken, dass ich hier nicht fail, sonst wäre auf jeden Fall lost. Ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass ich mich jetzt verletze. So, zack. Leute, schreibt euch unten in die Kommentare, ob ihr so ein Format feiert oder auch nicht. Ich muss mal gucken, da gibt es richtig viele Boxen eigentlich, auch in verschiedenen Preisregionen. Da bin ich mal gespannt. 3.500, das ist eigentlich dumm, dass ich mit so einer teuren Box direkt starte. Ich hätte ja auch eine kleine 10-Euro-Box testen können. Ich glaube, das bestelle ich mal demnächst. Alter, ist das Messer stumpf. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht hier. Zack, 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 zack. So, oh mein Gott, Leute, holy shit, das glaubt ihr mir jetzt nicht, was ich hier gerade sehe. Ach du Kacke, oh mein Gott. Einfach mal ein iPad, oh mein Gott, Leute, und jetzt, ihr glaubt es nicht, holy shit, ich pack das mal kurz hier hin. Einfach mal noch ein iPad, es ist das gleiche. Auf jeden Fall, Leute, holy shit, ihr glaubt es mir nicht. Es ist geisteskrank, hier sind einfach noch mehr iPads drin. Oh mein Gott, Leute, hier ist noch eins. Alter, jetzt weiß ich auch, warum das ganze Gewicht zustande kommt. Leute, dann noch ein iPad. Oh mein Gott, ich kann direkt einen Apple Store aufmachen, ey. Und jetzt kommt noch ein iPad, das ist ein iPad 7. Holy shit, mit 128 GB, geisteskrank. Dann Leute, was haben wir hier noch? Noch ein iPad. Ich muss aufpassen, dass die nicht runterfallen. Alter Schwede, ey. Dann Leute, noch ein iPad, auch mit 128 GB. Das ist ja immer das gleiche iPad. Dann Leute, noch ein iPad, auch mit 128 GB. Warte mal, das ist doch... Ja, wie ich es vermutet habe, das ist einfach ein gebrauchtes iPad. Okay, Leute, zack. Und das war's schon. Das war's schon, Leute. Wir können hier sehen. Ich zähle mal kurz nach. Wir haben hier ein iPad. 4 iPads. 8 iPads, meine Freunde. Ist das nicht geisteskrank? Das Ding ist, ich muss gleich mal schauen, was sind die wert.
Weil vielleicht habe ich ja sogar Plus gemacht, man weiß es nicht. Aber Leute, ich hätte mir gewünscht, dass es was, ja, was anderes ist, irgendwie iPhones oder so oder AirPods. AirPods kann ich neue gebrauchen, denn ich habe meine gerade verloren. Aber Leute, iPads, 128 GB, ich check jetzt mal kurz, was die so ungefähr kosten. Denn Leute, vielleicht habe ich bei der Sache sogar Plus gemacht. Also mit 128 GB, Leute, das Ding ist, ich muss bei eBay gucken. Denn sehe ich den Auktionswert ungefähr. 128 GB. Das Ding ist, die sind aber gebraucht. Das feiere ich jetzt nicht so. Okay, ich sehe hier gerade, ungefähr 300 bis 400 Euro gehen die weggebraucht. Leute, das Ding ist einfach mal, ich habe mir jetzt erhofft, dass das ja, dass sie mehr wert sind. Weil wenn die ungefähr, sagen wir mal, 400 Euro wert sind, dann sind die 4, 8, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 Euro. Leute, das heißt, ich habe einfach mal Minus gemacht. Aber gut, irgendwo müssen die ja Geld ja herhaben. Aber das Ding ist einfach, ich glaube, beziehungsweise meine Vermutung ist, dass es Amazon-Rückläufer sind. Das heißt, das hat jemand nach 2 Wochen wieder zurückgeschickt und jetzt versuchen die es wieder irgendwie zu verkaufen. Aber gut, Leute, ich guck mal, dass ich das zurückgeben kann. Ich hoffe es, ich reklamiere das einfach irgendwie, weil irgendwo muss da schon eine Lücke geben, dass ich das wieder zurückgeben kann. Was soll ich mit den ganzen iPads? Ich brauche allerhöchstens eins. Und nicht mal das, weil ich habe ja schon eins. Aber gut, Leute, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. Wie erwähnt, wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare, wenn sie gut sind. Nehme ich sie auf jeden Fall dran und pinne sie, dass man nachvollziehen kann. Von wem ich die Idee habe, abonniert kostenlos diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.